ich meine Soße von Curry geschmissen hätte, sondern du hast eine Gabel von meinem Essen genommen und hast nicht zugesagt. Ah, Alter! Jetzt also, bringst du es weg, weil es nicht zu nah ist. Fein, Leute. Hör doch auf! Das passiert nur, weil sie eher an einem Tisch ist mit Kollegen. Oh oh. Ob das nur wieder rausgeht? Weiß ich nicht. Komm, Mädchen. Glaub nicht. Nein, nein, Bobo arbeitet nicht. Bobo guckt nur zu. Das macht er, das kann er am besten. Ich muss sagen, also spätestens seit der Eike hier ist, ist echt hart geworden für mich. Ja. Also ich dachte, ich kann Eike Aufgaben abgeben, ja, aber jetzt wo er da ist, muss ich sogar noch mehr Aufgaben übernehmen, weil er ständig mit irgendwas kommt. Ja. Also Sachen. Schon ziemlich hart. Was hat Bobo euch beigebracht, Leute? Und die Wahrheit über dich erzählt. Nur Gutes! Komm mal mit. Wir haben ja heute, beziehungsweise wir haben später, nach der Arbeit haben wir noch hier einen Videodreh. Und zwar habe ich dann noch meine eigenen Sachen mitgebracht. Weil für die Kollektion ja keine Hosen kommen. Kommen eigentlich irgendwann mal Hosen, Phil? Bitte? Kommen irgendwann mal Hosen? Hosen? Beschreddet. Beschreddet? Ja, na, was soll es da werden, deiner Meinung nach? Jogging, also Sweatpants oder Jeans oder was soll es sein? Oh, gut, ich wüsste was. Ja, irgendwas, was halt für den Oberteil passt, ne? Ja gut, das ist was auch Jeans. Ja, ja. Also... Aber auf jeden Fall habe ich mir selber ein paar Hosen mitgebracht. Für die einzelnen Outfits. Einmal das, was ich anhab, dann nochmal dasselbe in etwas dunklerem Grau. Skinny Jeans. Was gibt's jetzt essen? Zuckerbrot. Air Jordans. Ich denke, das wird passen zum dunklen Look. Und dann kann das nur ein geiles Video werden. Das ist eine Köpfelbaum. Ist gut. Vom Laden her. Ich lache mich schlapp, wenn es in der Mitte durchbricht. Ich habe euch ja erzählt, dass ich mir immer die Pakete hierher schicken lasse. Ich gönne mir jetzt hier gerade auch die Apfelchips von Koro. Und ich habe so ein paar neue Sachen mal bestellt, die ich noch nicht hatte. Und zwar solche Rice Cracker hier, einfach einmal in Chili. Die kennt ihr vielleicht auch so aus Thai-Läden und sowas. Einmal in Chili und einmal in Curry-Geschmack, Macadamia und sowas. Ich bin echt gespannt, wie lange die Kiste hier noch überlebt. Bisher sind die Jungs noch stark, aber ich denke, es lässt nicht mehr lange auf sich warten. Oder was meinst du, Silvi? Was ist mit den Mädels? Redest du von Jungs? Kannst du aufmachen, ey? Ich hab ein paar Sachen von dir dabei im Auto. Was ja? Irgendwelche Klamotten. Ach so. Ja, Alter. Aber gleich schon in Bordeaux-Rot noch geordert. Bordeaux-Rot und Dunkelgrau. Als Logo-Farbe. Alter, das ist Schelle. Das ist richtig. Ja.
Vorbei. Mega geile Aufnahmen gemacht. Seid gespannt auf das Video. Es wird dann natürlich bei Gymnastics und bei Shred ausgestrahlt werden. Und ja, das kann. GEMA, scheiße, hab ich gar nicht gedacht. Ey, ohne Scheiß, wenn ich im Auto sitze und mein Radio läuft, dann mache ich die Cam an und ich mache automatisch immer das Radio leiser, ne? Verdammte GEMA, ey!